Die Liebe des Herrn, die niemals andere verletzt. Mein Kind, mein liebes Kind, sage unseren Kindern heute bitte Folgendes: Die Welt, in der ihr lebt, wird untergehen, denn zu groß ist die Sünde, in der ihr lebt. Zu viele Teufelsanbeter sind unter euch und beeinflussen euch und euer Weltgeschehen, und zu viele von euch sind ungläubig und leben fernab von Gott, unserem Vater, ehren ihn nicht, treten seinen heiligsten Sohn mit Füßen, spucken auf ihn und verrennen sich in tiefste Sünde. Wer im Namen Gottes anderen Leid antut, der ist nicht würdig, zum Vater zurückzukehren. Er ist unrein und vom Teufel verdorben, denn Hass hat sich in ihm breit gemacht, nicht aber die Liebe des Herrn, die niemals andere verletzt oder ihnen Böses tut, sondern die liebt, dem anderen hilft, ihm Zeit zur Umkehr gibt, ihn aber niemals verdonnert oder verflucht, ihn schlägt oder sogar tötet, nur weil er nicht derselben Religion angehört. Meine Kinder, wer das tut, ist nicht würdig vor den Vater zu treten. Er ist dem Teufel näher als dem Vater im Himmel, und sein Endziel wird dieser sein, denn er ist Sklave des Bösen, und in dessen Verdammnis wird er gehen. Meine Kinder, nur das Gebet hilft. Nur durch inständiges Gebet, durch Hingabe an Jesus und durch seine Liebe, die in euren Herzen lebt, wenn ihr wahre und aufrichtige Jünger des Herrn seid, helft ihr anderen, euch selbst und eurem Weltgeschehen. Euer Gebet wandelt. Es wandelt alles zum Guten, und es ist das, was so dringend gebraucht wird. Seid gute Kinder des Herrn und liebt die Liebe. Dann werden auch andere zum Herrn finden, denn durch euer Gebet und euer Leben so, wie der Herr es vorsieht, seid ihr Menschenfischer für den Herrn. Meine Kinder, bleibt immer in der Liebe und lasst euch niemals provozieren. Die Tage des Endes sind hart, doch im Gebet, der Liebe des Herrn und mit Freude auf Jesus in euren Herzen werdet ihr sie bestehen und in das neue Königreich mit ihm eingehen. So sei es, in Liebe und mit meinem mütterlichen Segen. Eure Mutter im Himmel, Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen.